Guten Morgen, Leute. Es ist draußen sehr regnerig und es ist sogar sehr neblig da draußen. Schaut euch das mal an. So sieht's aus. Es ist am Regnen und es ist sehr, sehr trübes Wetter. Aber deswegen spielen wir gerade hier noch Smash. Ivanio ist gerade noch drüben. Er kümmert sich noch um sein Video. Wir spielen gerade Smash mit Panna. Kuss geht raus, checkt ihn auf Instagram aus und Knubbel macht gerade Yoga. Wir spielen gerade, wer weiß denn sowas? Und die Frage ist, US-Dollar-Noten sind aus Sicherheitsgründen mit einem Magnetchip versehen, magnetisch oder mit Botox behandelt. Und die drei sind ein Team und wir drei sind das Glatzen-Team. Wir spielen zusammen, bis jetzt sind wir in Führung. Let's go, Jungs. Boom. Und jetzt müssen sie, jetzt ist entscheidend, ob sie die Frage richtig beantworten oder nicht. Finale Antwort, magnetisch. Digga, wenn das jetzt Botox ist, doch eigentlich vorbei. B, wenn das jetzt Botox ist. Ey, das wäre aber richtig random magnetisch. Fall Kai Pflaume, leg los, Kai Pflaume, leg los. Frisch alte Beutel schütten und Botox, ne? Mit dem Magnet, dann mit Magnet. Ja! Magnetisch. Ja, brim, 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 brim. Ja gut, dass du noch nachgedacht hast. Noch ist nichts entschieden. Noch ist nichts entschieden, Leute. Leute, bis jetzt steht es jetzt nur 1000. Und unsere nächste Kategorie. Ich habe eine Glatze. Leute, wir haben Glück. Wir haben die einfachste Frage der Erde bekommen. Pomsky, Maschi und Cockapoo sind natürlich Hunde, deren Eltern unterschiedliche Rassen gehören. Hunde. Cockerspaniel und was auch immer. Das ist auf jeden Fall sind Hunde. 100. Das war easy. Einfachste Frage meines Lebens. Ja, let's go. Wir sehen uns gleich. Ciao. Leute, wir nehmen noch ein Video für Ivanio auf. Und zwar Chefs Nudeln. Jeder hat zwei Packungen davon. Und wir haben die noch angebraten und alles. Und hier sind noch die Algen. Alge, Alge, Alge. Das wird krank, Ivanio. Das wird krank. Ich habe Angst. Ja, wird auch krank. Wird auch krank. Let's go. Oh, Heilige Maria. Der Junge ist eingepennt. Oh, ja. Wir haben jetzt gerade den Stream gehabt. Diese Nudeln habe ich umgebracht. Wir haben eben die scharfen Nudeln gegessen. Das seht ihr dann bei ihm auf dem Kanal bald. Ivanio in der Beschreibung verlinkt. Und mich hat es schon richtig gut getroffen. Aber er, Junge, er hat Blut und Wasser gerotzt. Das war krank, oder? Man geht mir jetzt noch schlecht und mir geht's sogar gut, ne? Mir geht's ganz gut. Ja, krass. Ich nur so ein bisschen ekligen Geschmack. Ich hab's auch während des Prozesses habe ich es auch besser vertragen, ne? Die Schärfe war nicht das Problem, aber man muss sagen, das Video trotzdem ultra, ultra, ultra geil geworden. Checkt auf jeden Fall bei Ivanio aus. Ivanio schläft hier auf der Couch. Ich bin eingeschlafen einmal kurz. Oh. Hey, du kleiner So, das ist das Tofu-Chili, das wir jetzt auf die Schnelle gekocht haben. Reis und Chili. Wir waren ja probiert eine kleine Portion, aber erst noch wegen dem scharfen Challenge ist er komplett Game Over. Er hat geschlafen, alles, er ist einfach nur dead. Jetzt probiere ich auch mal eigentlich. Sorry für die Lichtverhältnisse. Unser Licht ist jetzt einfach nicht gut. Allgemein unsere Wohnung ist von der Aussicht her schön und von der Lage und alles, aber die Küche ist klein und manche Sachen nerven hier ein bisschen. Die hohen Decken sind zwar schön, aber sind auch halt eben für Stream und so super unpraktisch, aber das war halt so eine Übergangswohnung, wo wir dachten, okay, wir bauen eh bald. Wir werden ja kommen, dass wir auch anfangen zu bauen, unser eigenes Haus, aber also die Wohnung ist super cool, ich bin auch froh dafür und die ist auch günstig und so. Manche Sachen nerven mich hier, vor allem die Küche, gerade wenn ich koche, dann deswegen gehe ich oft ins Restaurant essen, weil ich einfach ungern koche hier und unsere Spülmaschine hier, die eingebaut war vom Vermieter, die ist auch nicht wirklich super gut. Wir haben einen super netten Vermieter, an dieser Stelle Kuss geht raus. Aber unsere Spülmaschine. Spülmaschine. Die ist kompletter Crap. Die war wahrscheinlich schon drin, bevor er die gekauft hat. Ja, wahrscheinlich war die schon direkt von Anfang an drin. Also, ja, und wir wollten jetzt nicht für so eine Mietwohnung extra neue Spülmaschine alles kaufen. Deswegen, es ist manchmal stressig. Deswegen gehe ich lieber ins Restaurant und gehe dann essen. Aber ja. Und wie findest du es? Sie findet es gut. Ja? Schmeckt gut. Freue ich mich. Jetzt probiere ich es auch. Schön mild und trotzdem. Schön. Ich bin zufrieden. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile schon an meine kahlrasierten Haare gewöhnt. Und ja. Ja, hallo. Na, warte mal. Ja. Ja, hallo. Da ist so eine Girl. Das hat Ivanio angeschrieben und sie hat geschrieben, hey Boy, willst du mal auf ein Date? Also es ist das Handy von Ivanio, ja? Willst du mal auf ein Date? Weiß zwar nicht genau, ob du irgendwie famous oder so, aber ich finde dich relativ attraktiv. Vielleicht beruht das ja auch auf Gegenseitigkeit. Jetzt kommt seine Antwort, aber er, also er hat die Nachricht bekommen, aber er antwortet ja, das Ding ist, ich muss erstmal aus diesem Lach, aus diesem rauskommen. Okay. Ja, wenn du dich die ganze Zeit so anguckst. Ja, ich bin auch gerade dein Profil durchgescrollt. Ich bin dein Profil durchgescrollt. Ich habe mir auch gerade ein bisschen dein Profil angeschaut und ich muss schon sagen, du siehst auch echt nicht schlecht aus. Aber dann habe ich gesehen, dass du mir nicht folgst, also habe ich mich beschlossen, dich nicht mehr zu genussferkeln. Also kurze Info, warum wir das machen ist. Sie hat ihm halt geschrieben, ich weiß zwar nicht,
ob du Fame bist oder so. Also so richtig so obvious Bullshit-Gelaber. Aber sie folgt ihm nicht mal. Sie fragt erst nach einem Date, ohne zu folgen. Ehrenlos. Also wenn ihr ein Date wollt, liebe Frauen und liebe Männer, folgt erst und dann fragt nach einem Date. Das ist die heutige Reihenfolge, ja? Tschüss. Sie hat jetzt gefolgt. Sie hat jetzt gefolgt. Okay, sag mal. Aber ey, warte kurz mal erklären, das ist. Oh, die schickt sich zwei. Oh mein Gott! Ey, wir müssen. Nicht, dass sie eins löscht. Ja, schnell, mach. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Keine Ahnung, ich hab dich einfach mal gefunden so. Die denkt echt, ich bin das, ne? Oh, stimmt, ich folge dir nicht. I'm sorry. Ich weiß nicht, hat das so einen großen Respekt für dich? Ich meine, ich kenne dich ja noch gar nicht. Aber, I don't know, ist das so schlimm? Ja, natürlich ist das richtig hier. Hä? Also, ey, vielleicht kennst du dich wirklich nicht. Aber das wäre dann wirklich krank. Okay, weiter, nächstes Mal. Aber sie hat deine Stimme nicht. Also, er hat ja geantwortet und das ja, ist ja. Ja, okay, die hat echt nicht verstanden. Okay, das ist wirklich sehr, sehr komisch. Okay, vielleicht hat sie einfach nur nach Dickpics gesucht und hat deine Fotos gefunden. Wäre Folgen für dich nicht wichtig? Doch, Folgen wäre für mich wichtig. Okay, sag mal noch was, ne? Aber, ich weiß nicht, ich genussfergel dich ja auch, obwohl du mir nicht folgst. Oh! So komisch. Ja, dann folgt mir. Ich lese es auf, weil sie super nett ist. Hallo Jasmina. Also kurz, um dich aufzuklären, die Nachricht, die du gerade bekommen hast, die war vom lieben Pana. Das ist ein Kollege von dem Evanio, den du gerade geschrieben hast. Wir dachten aufgrund deiner ersten Nachricht, dass die ein bisschen seltsam formuliert ist, ob er Fame ist oder so, dass wir dachten, wir machen einen kleinen Scherz. Aber deine Sprachnachricht hat sich so sympathisch angehört, dass wir jetzt aufhören möchten, dich zu veräppeln. Und wir geben dich jetzt weiter an Evanio. Wir sind seine Verkupplungsfreunde. Und er ist so richtig verliebt, hat er gesagt. Nein, Spaß, alles gut. Also Jasmina, Kuss geht raus, alles gut. Okay, immer dafür. Nein, Spaß. Ja, keine Ahnung, ich wusste das jetzt nicht so genau. Ich dachte mir auch erst mal so, warte mal, was? Als ob das jetzt drauf ankommt, ob ich dir folge oder nicht. Aber ich bin dir dann einfach, also nicht dir, sondern Evanio einfach mal gefolgt, weil keine Ahnung, ich bin schon attraktiv, I don't know. Und geiler Typ. Ja, ihr habt mich auf jeden Fall hops genommen. Ey, sie lügt. Wenn sie ihn nicht kennen würde, würde sie nicht direkt wissen, wie man seinen Namen ausspricht. Ich hab doch Evanio in der Sprachnachricht gesagt, du, ja. Du Genius. Sicher? Nein, ich hab in meiner Sprachnachricht Evanio gesagt. Ja, hat er. Sicher? Ja, du Scheiße! Die ist korrekt. Ja, okay, Kuss geht auf jeden Fall schon mal dreifach zurück. Allein, ihr habt mich wirklich hochgenommen, okay? Ich hab's wirklich gedacht, aber ich weiß ja auch nicht, wie er sich so anhört, deswegen so... Ich hab schon ein Video von mir aus. Und ihr könnt mich gerne an ihn weiterleiten. Also das fände ich wirklich mega korrekt von euch. Also ich hoffe mal nicht, dass der liebe Evanio so... ja, ich weiß nicht, materiell kann man das nicht nennen, weil ich bin ja gar kein Gegenstand. Aber ich hoffe mal nicht, dass er direkt nur nach Aussehen ausgeht. Weil ich meine, ich habe ja noch einen Charakter, so den könnt ihr ja gerne kennenlernen. Und ich glaube kaum, dass er mich so ein Bilder verlieben könnte. Und wenn er so denken würde, dann müsste ich leider Ciao sagen. Ciao. Zu viele Gehirnzellen verbrutzelt, also oder. Das wäre ein bisschen dumm. Aber ich weiß ja, das ist ein Joke oder so. Ey, vor allem wie sie drauf ist. Sie sagt direkt so, ja, wenn er nur nach Aussehen geht, dann, das ist aber nicht gut. Er muss auch meinen Charakter kennenlernen. Digga, der kennt er nicht mal. Aber ich schreibe uns ja an, ich muss sagen, schlag zu. Das Geilste. Rein in die Olga. Er hat ihr noch nie eine Nachricht geschickt, sie hat ihn einfach angeschrieben. Und sie so, ja, wenn er nur nach Aussehen geht, der muss mich auch erst kennen. Die sind doch zusammen. Sie schickt immer eine Nachricht und sagt, hier werden keine Bedingungen gestellt. Du hast immerhin mich angeschrieben. Für mich bist du ein Gegenstand. Das war ich nicht sagen. Das ist toxisch. Das ist toxic. Das ist toxic masculinity, was du da betreibst. Genau das sagst du. Scheiß Männer. Hey, jetzt ist wirklich mal Evanio hier. Und zwar, ich finde das super süß von dir. Allerdings schreibst du mich an und stellst dir noch Bedingungen. Und na, du kennst mich ja gar nicht. Ich bin halt so einer Charakter, ist mir eigentlich komplett scheißegal. Ich will einfach nur Er hat einfach durchgezogen, dieser Ehrenmann. Ich will einfach nur weiterschicken. Benimm dich. Benimm dich hier. Wir sind hier drei Jungs, ja? Und auf dem Tisch stehen drei Packungen Milch. Man merkt, wir haben gut gesoffen. Ich will wissen, dass sie antwortet. Oh mein Gott. Zu wild. Aber heftig, dass du es durchgezogen hast. Was soll passieren? Dass du Polizei... Du weißt, dass die noch minderjährig ist, ne? Die ist 15, Junge. Ich bin auf der Insel. Hätte das die Olli mal vorher gewusst.
nein, wir sind doch geisteskrank. Er hat jetzt gesehen, oh nein. Oh mein Gott, Karriere vorbei. Karriere vorbei. Er dachte nur, so WTF wegen den Abos und dann, ob das normal ist, wenn man ihn schreiben kann, haha. Aber so ist kein Ding, ihr könnt mich gerne hochnehmen. Ich meine, ihr habt es jetzt schon ein bisschen getan. I don't know, warum du gerade sogar redest und nicht er, aber ich hoffe mal nicht, dass ich ihn jetzt abgeschreckt habe. Warum rede ich überhaupt in dritter Person? Ich hoffe, ich habe dich jetzt einfach mal nicht abgestreckt mit meiner abgestreckt. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt. Mir kam irgendwie von dem anderen Mann die Stimme bekannt vor. Und dich kenne ich sogar. Und zwar habe ich früher, wie hieß der Account? Ich glaube, doch. Stimmt, Felix von der Laden habe ich früher im Megaprojekt geguckt. Und da hast du, glaube ich, mitgemacht. Da war ich, glaube ich, 12 oder 11. Ich weiß es nicht mehr. Und daher kannte ich jetzt auch deine Stimme. Aber ich bin eigentlich jetzt an ihm interessiert. I don't know. Ich weiß nicht. Ich fände es auch cool, wenn Evanyu mir mal wieder schreiben würde. Entweder sie liegt halt echt krank gut oder sie ist die Wahrheit. Wir kennen manchmal aus den Videos von Felix von der Laden, als er 12 war. Lass ich ganz kurz rechnen. Wann war das letzte Video von Felix von der Laden? Das ist ja vor 4 Jahren, ne? Digga, FBI auf dem Ab. Du kommst in den Knast. Und ich hoffe, ich lenke euch jetzt auch nicht beim Videos machen ab oder so. Aber keine Ahnung, ich wollte einfach mal gucken, ob ich ihn anschreiben kann, weil ich ihn halt attraktiv finde. Und ich habe am Anfang nur so awkward geschrieben, weil ich wusste halt nicht, ob man ihn überhaupt schreiben kann, weil ich gesehen habe, der hat so viel aus. Und dann dachte ich mir so, hä, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie, ich weiß es nicht, es hört sich alles so awkward an, es tut mir voll leid. Ich wusste einfach nicht, wie ich ihn anschreiben sollte und ja, I'm sorry. Also man, ich glaube, man checkt schon, dass das alles... Die weiß schon, dass du YouTuber bist auf jeden Fall. Ist ja nicht schlimm. Aber nettes Mädchen, aber... Sag ihr, ich melde mich später, wir drehen jetzt noch ein bisschen was und Kuss geht raus. Kuss vielleicht nicht. ich melde mich nochmal später bei dir, allerdings wollte ich noch fragen, ist es okay für dich, wenn wir deine Stimme in einem Video benutzen? Weil wir wollen jetzt noch ein bisschen was drehen und ja, schon 0 Uhr, wir müssen jetzt langsam anfangen. So ein Faker. Das ist schon 1 Uhr in Deutschland. Hallo. Also in dem Sinne ist es halt 0 Uhr hier, bei dir ist wahrscheinlich 1 Uhr morgens, weil ich bin gerade in Funchal, also in Portugal, und da laufen die Uhren ein bisschen anders. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Ja, der Typ. Nice. Jetzt lass drehen, Jungs! Wir müssen noch drehen! Was wir jetzt gleich drehen? Nichts! Okay, Leute. Ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Fragen, obwohl wir gerade so einen kompletten random Shit gemacht haben mit diesen Sprachnachrichten. Mal gucken, vielleicht kommt da gleich noch was. Wir haben es gerade aufgelöst, das Ganze. Wir sind so richtig randoms, Alter. Wir sitzen hier am Tisch, trinken Milch und essen Reis und schreiben irgendwelchen Leuten irgendeinen Bullshit. So, ich nehme auch kurz 2 Fragen mit rein. Und dann ist der Vlog aber für heute zu Ende. Ja? Eine Frage von Celtix, dem ich die Haare rasiert habe, hat geschrieben: Werden ab jetzt alle Leute, die dich besuchen, eine Glatze abrasiert bekommen? Liebe Grüße, Celtix. Naja, alle, die möchten. Nein, natürlich nicht, Leute. Das war nur, wir hatten da jetzt einfach so eine Wette draus gemacht. Lustigerweise hatte mich auf Twitter noch Lena Vanille angeschrieben. Sie hat gesehen, sie hat gesagt, ich will mir auch eine Glatze rasieren. Ich habe gesagt, ja, komm, auf die Insel, ich rasiere eine. Dann hat sie gesagt, Deal oder nee, versprochen oder so. Aber Lena, falls du es gerade siehst, ich würde es nicht durchziehen. Ich würde einer Frau niemals Jahre rasieren. Ich würde es nicht machen, weil ich würde mich danach fühlen wie jemand, der Körperverletzung begangen hat. Also ich würde einer Frau niemals Jahre abrasieren. Da würde ich dir sagen, okay, geht's. Also ich würde niemanden die Haare abrasieren, der langes, prächtiges Haar hat. Guck mal, der Danny hatte so komplette, ich sag mal, der sah aus wie unter der Brücke geschlafen. Und Celtix hatte halt so eine Kurzhaarfrisur. Da fand ich das nicht schlimm, ne? Wir haben eine Wette gemacht, zack, Haare rasiert, er hat jetzt auch nicht so lange Haare. So, und Evanu hätte auch Haare, ne? Bei manchen Jungs mit einer Kurzhaarfrisur. Aber alles, was länger ist als so schulterlang, würde ich niemals einen Rasierer dran ansetzen, weil ich weiß, wie viele Menschen eine Bindung zu ihren Haaren haben. Deswegen, ne. Also, falls ihr lange Haare habt, keine Sorge, ich werde euch nicht im Schlaf die Haare rasieren. Und Hakan fragt noch, wie lange hattest du eigentlich die Idee vom Hochformat schon im Kopf, bevor du angefangen hast? Tatsächlich, Hakan, habe ich Hochformat relativ spontan entschieden und dann sofort losgelegt. Weil ich dachte mir, ich würde so gern wieder vloggen. Ich habe die ganze Zeit überlegt zu vloggen. Und dann habe ich gedacht, warum vlogge ich nicht einfach mit dem Handy? Das habe ich immer dabei. Aber dann dachte ich, ja gut, aber wenn ich die ganze Zeit das Handy so halte, wie doof ist das eigentlich? Und dann dachte ich, wenn ich einfach so halte, fällt es nicht mehr, wenn man aufsetzt. Dann kann ich mich viel besser in die Umgebung eingliedern, ohne dass irgendjemand merkt, dass ich filme. Und dann verhalten sich alle Leute natürlich, weil ich weiß nicht, wer es kennt, aber sobald du irgendjemand filmst, deine ganzen Kollegen und so, die verhalten sich dann plötzlich so anders. Ach, ich bin jetzt auf Kamera. Ja, hallo, Leute. So, und dann ist das irgendwie, das ist so ein natürliches Vloggen. Und Evanyu hat es auch gesagt so, als ich jetzt gevloggt habe, hat er irgendwie gestern oder vorgestern gesagt so, yo, irgendwie, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, so, das entspannt oder so. Du kannst ja mal rausholen. Kamera musst du immer so, die Kamera. Genau.
Ja, er hat so diese Kamera dabei. So, und die ist schon verhältnismäßig klein noch. Mhm. Also, aber wenn du ein Handy nur in der Hand hast, das fällt niemandem auf. Genau, jeder hat sein Handy in der Hand. Das ist alltäglich und genau. Deswegen. Und als ich die Idee dann bekommen habe, ja, fang direkt an. Und dann habe ich angefangen. Und jetzt sind wir schon seit ja, einigen Tagen dran. Gut, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn noch irgendwas von der Jasmina kommt, bauen wir es gleich noch ein. Ansonsten ist das Video jetzt zu Ende. Kuss geht raus. Danke für den Ultra-Support beim Merch. Kuss geht raus. Schaut Evangel vorbei. Schaut bei Pana vorbei. Schaut bei allen vorbei. Ciao. So, sie hat jetzt noch geschrieben: Hey, ja, alles gut, klar, mach rein. Also, man darf ihre Stimme benutzen. Und wir hören das letzte Spanisch an. Ist echt kein Problem. So, bin komplett dabei. Mach rein. Alles gut. Ich meine, ich fände das bestimmt auch lustig, meine Crack-Stimme irgendwo in der Nähe zu hören, wie mich so komplett hochnimmt. Aber ja, du hast sogar recht. Bei mir ist gerade 1.11 Uhr. Und ja, ich war sogar schon mal in Madeira, falls du mein Highlight gesehen hast. Ich weiß es nicht. Ist mega schön. Sie war schon auf der Insel? I'm jealous. I'm fucking jealous. Digga, sie war schon auf der Insel. Heißt das jetzt, sie ist eingeladen wieder auf die Insel? Nein, es heißt dann, also wenn du irgendwann auf diese Insel ziehst, weißt du schon, wenn du mit ihr in der Ende, tschüss, gute Nacht, Leute, gute Nacht.